Was cool wäre, wäre irgendwie, wenn die Bienen auch wieder respawnen würden. Aber leider tun sie das nicht. Wir haben ja jetzt unseren eigenen. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel der so abwirft, so mit der Zeit. Bin auf dem Weg. Oh, neuer Bruce ist gespawnt. Lena. Ein neuer Unschön. Brusi. Unschön. Warum unschön? Weil Bruce eine Belastung für die Menschheit ist. Ich kann gerne nochmal versuchen, ihn zu killen, wenn du magst. Das ist jetzt nicht so die Schwierigkeit, um ehrlich zu sein. Da. Wieder als der gesoffen. Yes. Aber auch ganz artig, alles nachgefüllt. Soll ich deswegen jetzt stolz auf dich sein oder was? Ja, bitte. Na. Ja. Machen wir uns ab oder soll ich Bruce gerade nochmal töten? Nö, wir können los. Okay. Ja, gelichtet. Ja, wir driften genau in die Bucht rein, ne? Ohne mein Zutun. Jetzt nicht mehr. Wow, der eine Tisch, den ich gefunden habe als Deko, der ist aber einfach nur ein bisschen höher als der andere. Macht Sinn. Großen Menschen unter uns? Lian spielt doch gar nicht mit. Wo müssen wir hin, Captain? Frau Navigator. Weiter nach links. Aktuell nicht passiert. Hängen wir schon wieder fest, ja. Ja, der Wind ist scheinbar fix und wir, ja. Und wir sind Foxy. Oder was willst du damit sagen? Nee, das wollte ich damit nicht sagen, aber ist auch okay. Hier passiert ja gar nichts an dem Ding. Nee, irgendwie nicht. Warte, ich muss noch Blumen drum anbauen. Möglich ist es. Erstmal steht er da. Dr. Wind Wartet ja hat keinem. fertig. Ach, der Wind. Ich dachte, Dr. Wind, sorry. Vor allem treiben wir jetzt eigentlich von dem Kurs, den wir eigentlich müssen, wieder weg, oder nicht? Oder ja, irre ich ich mich? versuche, dass wir ein bisschen in die Richtung kommen, dass ich da dann mit Rückenwind weiter segeln kann. Wir müssen halt ein bisschen an der Insel vorbei. Viel sogar. Ja, wie immer halt, ne? Jetzt so mache, geht das? Hey, das ist voll in den Gegenwind. What a shame. Müsste doch eigentlich dort hier ohne Probleme weg können. Yes. Und Lena hat eine neue Batterie gemacht, wie ich höre. Yes. Richtig.
Oh, in dem Forschungstisch waren noch 14 Honigwaben drin. Sollten ja drin sein? Oh, nee. Hab ich, wohl den ganzen Stack reingepackt. Ja. Hast du wohl. Ich tu die mal in irgendeine Essenskiste, ja. Jo. Da ist Platz drin. So, die müssen ja da bleiben. Die sehen einfach nur hübsch aus. Die muss bleiben, weil da der Anker ist. Oder kann ich da einfach... Ne, da könnte ich sogar so eine hinmachen. Warte mal. Ich versuche mal meine ganzen komischen... komisch gebauten Stapel hier mal wieder. Also meine ne, Dingens hier mal ein bisschen zu fixen. Jo. So, dann müssten die ja weg können alle, oder? Ja... Ah, der nicht, weil da fehlt auch jetzt wieder einer. Wie war das? Da. Hi. Oh, Lena kommt von oben sogar angesprungen hier. Yep. Voller Einsatz. I see, I see. So, dann... kann die auch weg. Oh, die kann nicht weg, weil hier welche fehlen. Ach, Bullshit. Aber hier fehlt eine. Aber es hält ja trotzdem. Ja, nee, alles richtig gemacht. Sehr schön. Ach ja, klar, weil ich ja hier zwischen auch nur, immer nur eine brauche, oder? Müsste richtig sein, was ich hier gerade vor mir gebe. Ich bin mal weg, dann Dankeschön, dass du da warst. Dir noch einen schönen Abend. Schönen Abend. Mach's gut. Und hoffentlich bis bald. Ja, eigentlich müsste das ja gehen. Ich meine... Ja, hier ist wieder eine Antenne drauf. Ist es schlimm, wenn die Antenne kaputt geht, Lena? Ja, Antenne vorher abbauen, bitte. Warte, ich mach sie weg. Krass, dass jetzt nichts abfällt, aber ich probiere mal, ja? Jo. Hätte stehen bleiben können, naja. Er ist sicher. Was machst du da? Selber ein bisschen umdekorieren hier oben. Ach so. Okay. Jetzt sind die Säulen, die da sind. Größtenteils müssen die da sein. Und dann gibt es noch Säulen, die halt aufgrund von Ästhetik da sind, okay? Ist das angenehm? Ja. Gut. Das kann ich eher spawnen, wenn wir mehr Ressourcen haben, wie immer. Alter, das sind mittlerweile einige Müllwürfel geworden. Hast du gesehen schon? Nee, noch nicht. Treibst du da oben jetzt eigentlich? Müsst noch einen zweiten Stuhl haben, oder was? Oder? Nö, nö, der kann da so schön mittig stehen. Okay.
Man sieht wieder gar nichts hier. Wahnsinn. Weit das Auge reicht, nichts zu sehen. Ach, ich bin wieder plankenlos. Ja, wir haben auch kaum mehr welche. Also wir haben 21er Pack und ein Stack 10er, den ich dabei habe. Aber mehr haben wir auch nicht mehr. Hast du eigentlich dir Köder geholt gehabt? Ja, ein paar. Ich habe zu wenig Müllwürfel ausgegeben. Ich wollte auch mehr Planken holen. Naja, jetzt müssen wir bis zur Story-Insel warten. Ist die noch weit? Wahrscheinlich ja, gell? Kilometer noch. Einen ganzen Kilometer? Krass. Lena säuft wieder alles leer. Nein. 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 Lena ist mal kein Schluck Specht. Wow. Kennst mich doch. Ich bin ein artiges und unschuldiges Mädchen. Ja, sicherlich. Weiß nicht, warum da alle Leute gleich drauf reagieren. Es gibt mittlerweile genug Videos auf YouTube, die das Gegenteil beweisen. Was? Das weißt du ganz genau. Ich finde es übrigens immer noch schade, dass wir Remnant from the Ashes nie beenden konnten. Ja gut, war halt blöd, dass es bei Leon wirklich gar nicht mehr geklappt hat. Ich habe es ja auch ein paar Mal ausprobiert. War aber ein cooles Game. Also ich fand, es hat Spaß gemacht. Also mir jedenfalls. Ja, mir hat das auch Spaß gemacht. You sure about that? Ja. War gerade ein komisches Geräusch draußen. Bei dir oder bei mir? Anscheinend bei dir, wa? Ja, bei mir. Komm. Na, Bruce? Brusi Schmusi. Wie viele von den Holz, von den Mülldingern hast du jetzt eigentlich? 11. 11? Okay, das ist krass. Ja gut, wenn wir jetzt auch die ganze Zeit ja die Sachen reingeworfen haben, ist ja kein Wunder, gell? Ich frage mich, weil wir haben ja mittlerweile eine Toilette und eine Badewanne. Ob es irgendwie auch sowas gibt wie Waschbecken oder so, weißt du? Ja, dass man sich so ein Bad halt bauen könnte. Bad designen kann, ja. Ja, das fände ich ganz cool. Vielleicht auch sowas wie eine Art Dusche oder so, das wäre auch ganz geil. Ich hab eigentlich mega Bock drauf. Oh, shit. Du unterbrichst unseren Moment, Bruce. Ja, Frechheit. Ich gehe mal kurz hier überall checken, ob irgendwo was kaputt ist, weil letztens habe ich eine gefunden, die... Letztens, gerade eben. Eine gefunden, die kaputt gewesen ist. Ein bisschen, ohne dass mir das aufgefallen ist. Sieht aber gut aus. Mein Gott, hier ist ja nichts. Warum entfernen wir uns weiter? Vom Ziel, oder was? Weil das Segel auch in die falsche Richtung ist, ne? 7309. Das wurde umgestellt auf... Oh, fuck. Als ich das abgebaut habe, hat er sich umgestellt. Aber dann fahren wir trotzdem noch richtig. 7390. Ne, 7390, sorry. Okay. Welches davon ist das jetzt? Die, auf die wir ungefähr... Du
zufahren, von der wir uns aber entfernen, weil... Du ahnst es. Der Wind wieder? Richtig. Hm. Wir können noch keinen Biodiesel selber herstellen, ne? Ne, wir haben auch nur einen. Mano. Also... Ich hätte jetzt einfach angefangen... Ach nee, warte mal, ich stelle einfach mal Honig her. Wo sind denn die Honigwaben? In der linken. Ich glaube, den Honig brauchte man, um Biodiesel herzustellen oder so. Das kann ich dir nicht sagen. Nee, es gibt nichts zu erforschen mit Honig. Nein, nicht Honig fallen lassen. Ich weiß aber auch nicht mehr, womit man den Bio-Ding gemacht hat, um ehrlich zu sein. Auch nicht mehr wirklich. Hab ich vergessen, leider. Ach so, wir könnten den Schmutz mal noch untersuchen. Haben wir noch nicht? Nein. Ich hol mal einen, ja? Ja. Hier, wir haben auch nur noch 32 davon. Also nur ist gut, aber... Wir entfernen uns immer weiter von der Insel. Wir bleiben einfach weg. Weird. Haberforsch, damit... Oder? Geh hoch. Das kann man ja in die Wiese. Das war's. Ja, trotzdem. Oder meinst du, man muss den Motor benutzen, um zur Insel zu kommen? Eigentlich nicht. Ich lege jetzt einfach so weit nach links, bis die genau geradeaus von uns ist. Der Wind wird ja nicht von dieser Insel ausgehen. Guck mal, was hinter dir rechts ist, Lena. Die Insel kennen wir irgendwo her. Ja, ich weiß. Sollen wir nochmal Bären farmen? Nein. Dann nicht. Weiß nicht, wo dein Problem ist, Lena. Ja, teste ich naturelle Probleme. Was suchst du? Einen Platz, wo ich den Honig reintun kann. Achso, den fetch gemachten Honig, gell? Ja. Krass. Man kann... Wo ist denn das mit dem Honig herstellen? Ach, da. Uff, 6 Honigwaben sind 2 Honig, also 3 Honigwaben, 1 Honig. Yep. Alter, schmeckt lecker und kann zur Herstellung von Biokraftstoff. Hast du den Honig mal erforscht statt ja, hab die ich. Waben? Achso. Wo ich glaube, wir brauchen einfach das, die Story-Stelle, die uns dann die Blaupause gibt. Hm. Nicht, dass wir die übersehen haben am Schiff. Der eigentlich schon da gewesen ist. Bin ich mir relativ sicher. Das wäre auch hart, um ehrlich zu sein. Yep. Weiß nicht, was wir ansonsten mal probieren könnten, wäre halt die Welt neu zu laden, Speicher neu laden, dass vielleicht das den Wind ändert. Können wir gucken. Hauptmenü, ja. Bist du draußen? Ja. Adam das Passwort gesehen. Was können ihr nur Freunde da hinzukommen? Bäm. Und für nächstes Mal nutze ich ein anderes Passwort. So einfach ist das. Inhalte werden geladen. Baupläne werden geladen. Alles wird geladen. Alles ein großes Laden. Ba, 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 bam.
Ich bin wieder drin. Ich bin dabei. Ruby. Da ist Lena wieder. Herzlich willkommen zurück. Hat nichts an der Situation geändert. Traurig. Hätte ja klappen können. Yep. Naja, nicht mehr lange. Dann ist es direkt vor uns und der Wind kommt immer noch ungefähr von fast von vor uns. Ich heul bald. Dieser blöde Wind kommt doch nicht ernst von der Insel. Meinst du von der Insel, wo wir hin müssen? Oder was ja! Bisher hat der Wind immer perfekt auf diese scheiß Insel gezogen. Warum ist das Klo eigentlich hier oben? Weil ich es unten abgebaut habe. Willst du uns ins Erdgeschoss kacken oder was? Das ist ein Plumpsklo. Das Bad kommt trotzdem in die erste Etage, nicht nach unten. Ich würde unten tatsächlich, nur Werkstatt machen. Halt so unter Motto halt so selber Raum wie Anker zum Beispiel. Und halt Küche halt, weil es einfach ist, was Wasser, weißt du? Ja, okay. Und den Rest kann man alles nach oben verlegen. Und halt unten muss halt auch, wie gesagt, Tierbereich sein, weil Treppe hoch geht, glaube ich, wie gesagt, nicht. Meine ich zumindest. Gibt es eigentlich dann auch eine andere Art von Treppe? Ja, gibt es. Oh, ist das Schweinerei, das ich jetzt sehe. Scheiße. Die ist so viel hübscher. Das ist doch blöd. Ja, nee, jetzt brauchen wir mehr Ressourcen dafür. Oh, die stabile Holztür ist geil. Die sieht hübsch aus. Oh, das freue ich mich jetzt schon auf die Dacharbeiten, die kommen werden, die ich jetzt schon ätzend finden werde. Ja, Dachbauen in dem Game war immer schon kacke. Das weiß ich noch. Huch. Den am Rumjumpen hier. Jump, jump. Weißt du? Was tust du? Machst du wieder umbauen, ja? Platziere den Wipfel jetzt. Er zeigt wirklich exakt auf die Insel. Oder von der Insel weg. Wie lösen wir das denn Problem? Das Problem vor allen Dingen. Ja, keine Ahnung. Weil hier ist ja nicht mal Müllstrom. Hier ist ja gar nichts. So, leider. Was für Schmein? Hm. Versuchst du jetzt ein Buch rauszufinden? Ja, ich wollte nochmal gucken, ob dazu da irgendwas steht, aber nee. Hinter uns ist eine Insel. Siehst du sie? Da. Ja, ist aber nur eine kleine. Ja, egal. Besser als nichts, oder? Ich kann schlecht stundenlanges Meer mit nichts drauf hochladen auf YouTube. Das ist ein bisschen langweilig. Wenn wir ehrlich sind, oder? Oder ist das die wir schon hatten? Das ist gut möglich. Na, verfickt. Kannst ja ein bisschen tauchen und dich mit Bruce anlegen. Während du dich weiter bewegst, ist eine gute Idee. Rückwärts schwimmen, Nolan. Wir bewegen uns ja aktuell nicht. 1300, wir haben uns schon wieder 200 Meter entfernt.
von unserem Ziel. Sterne im Himmel. Ich dachte gerade, was ist das komisch, das Wasser, was blinkt. Oh ja, der flackert ein bisschen. Vor allem nicht mal Bruce ist hier irgendwo. Doch, doch. Wo? Links von Fahrtrichtung. Okay. Unterm Floß. Da kommt er jetzt hinten raus. Bruce? Ich sehe ihn nicht, aber gut. Kommt gerade relativ weit weg. Und kommt jetzt wieder ran. Selbst der hat keinen Bock mehr. Ach, da bist du. Der ist aber schnell ausgewichen. Hast du gesehen? Ja. Der Frechdachs. Wir haben jetzt geradeaus wieder. Ist das wieder die Insel, die wir schon hatten mit den Tannen und dem Laden? Ja. Aber wir sind ja gerade eben schon an dir vorbeigeflogen. Beschwer dich nicht. Liegt gerade außerhalb meiner Macht. Ja, aber dann schwimmen wir doch dann wieder in die andere Richtung als vorher, oder nicht? Ja, aber die erste Richtung, die ich versucht habe, war unerfolgreich. Ah. Okay. Ich meine ja nur, ne? So. Und Tina säuft wieder alles leer. Ab bis morgen, Schatz. Du bist ja doch da, ich wollte schieben. Wo ist er? Ganz hinten. Das ist auch der Nachteil, wenn das Floß zu groß ist, dass wir dann immer länger brauchen, um ihn dann davon abzuhalten, was er da tut, ne? Yep. Was denn? Konnte ich auch so schon sehen. Ich bin ja umgedreht, auch wenn du es nicht siehst. Einmal Genickbruch. Okay, Lena. Was denn? Irgendwie dein Hintern im Gesicht, ich weiß auch nicht. Kacken in einem Mondlicht, das ist doch auch was Schönes. Jetzt nicht einfach ein bisschen Fast-Forward-Modus haben. Das wäre schön, gell? Ich mach's für euch mal auf YouTube gerade mal einfacher, weil ich gerade mal auf Toilette gehe und einen rauchen gehe. Dann kann ich eventuell ein bisschen rausschneiden für euch, damit ihr jetzt nicht alles ertragen müsst. Wäre, glaube ich, gar nicht so unintelligent. So. Und zu dir, Lena, sag ich dann bis gleich, gell? Bis gleich. Und der Mond geht ja schon unter. Manno.